Es ist eine neue Situation für alle. Vor 20 Tagen ist Daria Stojewa mit ihrer Mutter und deren Schwester mit dem Zug von Odessa nach Deutschland geflüchtet. Ihr Vater und ihre Oma sind noch in der Ukraine. Deutschland war ihr Wunschziel. It's so perfect. I love German. Ich habe in der Ukraine als kleines Kind eine deutsche Band im Fernseher gesehen. Von da an wollte ich immer schon mal Deutschland besuchen. Ich spiele selber in einer Band. Auch wenn ich meine Heimat sehr vermisse, hier sind alle hilfsbereit und ich bin froh, hier zu sein. In TV. Eigentlich war die Schule gut besetzt, aber die Schulbehörde hat beschlossen, in dieser Notsituation muss schnell und unbürokratisch reagiert werden. Wir haben eigentlich in den Klassen die Klassen voll, ganz einzelne Plätze hatten wir frei und wir haben es jetzt so gemacht, dass wir eben die Plätze, die frei sind, vergeben haben, plus immer noch eine Schülerin, ein Schüler in jeder Klasse obendrauf, sodass wir einfach mehr Plätze vergeben jetzt, als wir eigentlich haben. Das ist echt toll, dass wir da wirklich so viel wie möglich noch mit reinquetschen können und denen einfach ein besseres Leben ermöglichen, dass auch ihre Kindheit wieder weitergeht, weil quasi der Alltag von den Erwachsenen ist unsere Kindheit. Und das sind einfach unsere Erinnerungen und das ist echt schlimm, was hier passiert ist. Und ich finde das echt gut, dass wir sie ablenken, einfach. Übersetzer gibt es an der Schule zwar nicht, der Unterricht klappt trotzdem. Einige verständigen sich auf Englisch, einige können sogar etwas Deutsch, wie Ivan aus der Parallelklasse. Ich habe vor 2 Jahren mit Lehrerin im Skype Deutsch studiert, weil meine Eltern wollten mich in deutsches Uni Universität studieren. So. Er ist sehr engagiert und macht richtig gut mit und hat eigentlich immer auch einen Ansprechpartner. Gerade sein direkter Sitznachbar ist heute krank, aber der kümmert sich gut um ihn. Damit die Verständigung aber nicht nur von den Sitznachbarn abhängt, hat das Bildungsministerium letzte Woche befristete Lehrerstellen ausgeschrieben. Und heute hat die Bildungsministerin die erste ukrainische Lehrkraft vorgestellt. Sie ist dann sofort, nachdem der Arbeitsvertrag unterschrieben war, auch in die Schule gekommen. You are here since Monday, are you? Yes. Yeah. Sie ist also seit Montag auch gleich hier. 22 weitere Lehrer haben sich noch beworben. Und die Emanuel-Geibel-Schule hofft jetzt, dass möglichst schnell 2 ukrainische Lehrkräfte zu ihnen kommen.